Komm, Sully. Wir müssen sicher gehen, dass er hier bleibt. Langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meisterwerk. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Haha, öffnen Sie's! Fantasie. Mach hin, Lorenz! Mach hin, Lorenz! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Levantalo! Oh nein, was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Gott, wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich gebe dir Deckung. Alles klar, ich weiß, was ich zu tun habe. Wow. Alter. Ja, okay, wir wissen, wohin er sie bringt. Los! Okay.
Tötet ihn! Showdown. Nein, du bist tot, Greg. Hustet ihn weg. Na los! Vorwärts! Fuck! Okay. Nochmal. Zweiter Versuch. Sehr gut, ich will die Waffe haben. Ah, da hat er mich erwischt. Ach, jetzt kommt das nochmal. Oh fuck. Da hatte ich die Taste gedrückt, aber leider schon zu spät.
Okay. Du entkommst mir nicht mehr! Navarro, du bist jetzt dran. Wow. Oh nein, und jetzt? Du gehörst mir! Du gehörst mir! Fuck. Okay, da hätte ich schneller sein müssen. Okay. Du bist tot, Drake. Komm noch her. Ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sally! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sally, du bist ein verdammter Teufelskerl. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Ja, und da haben wir es geschafft. Boah, jetzt ist mein PlayStation Licht plötzlich gelb. Warum auch immer. Weil es ist immer blau oder bei FIFA rot, aber keine Ahnung. Na, jedenfalls, wir haben es geschafft, Uncharted 1 durchzuspielen auf der PS4. Es hat euch gefallen. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, generell so. Und genau, und ich fand es eigentlich ganz cool. Ich finde generell die Uncharted-Serie 1, 2, 3 bisher alle ziemlich stark, ziemlich cool. Macht jede Menge Spaß. Und selbst zu spielen macht auch Spaß. Ich fand, wie gesagt, nur an Teil 1, das Blöde, das ist jetzt persönliche Sache.
mit den Viechern, ja, ist das so ein bisschen, ist das so, gab es da so ein, zwei Kapitel, die so ein bisschen gruselig waren oder zumindest so den Dunkelheitsfaktor hatten, ja, und ich bin halt einfach überhaupt kein Typ dafür, also ganz ehrlich, da bin ich überhaupt nicht dabei und, naja, also, ich weiß auch nicht, also ist es nicht irgendwie so mein Stil, mein Faktor, also ich bin ja eher so der generell gerne auf Story geht so und klar, das war jetzt gut eingebaut und so und das macht Spaß, aber das ist mir so irgendwie so ein bisschen naja, ich fand das nicht so toll, aber es passt in die Story und es war jetzt auch nicht zu viel, deswegen, also ich kann da ein bisschen was von haben, deswegen das ist so mein großer Kritikpunkt. Natürlich die Grafik, da sieht man noch, also jetzt trotz der Remastered-Version sieht man eindeutig, dass das Spiel aus 2007 ist. Trotzdem hat Blue Point Games da wirklich was richtig Schönes gemacht. Das extrem schön aufgehübscht, soweit wie es geht. Und ich bin nun gespannt, wie Uncharted 2 bzw. Uncharted 3 dann aussieht, Remastered auf der PS4. Und vor allem, wie Uncharted 4 auch auf der PS4 aussieht. Kommt ja im März raus. Und ich weiß noch nicht, ob ich es direkt im März mache, weil das ist ungefähr der Zeitpunkt ist, wo ich dann Abiturprüfungen habe. Also, oder kurz danach, also beziehungsweise dann ist nochmal so quasi eine kurze Vorbereitung und dann im April quasi habe ich dann die Prüfungen. Da weiß ich noch nicht, ob ich mich da jetzt so drauf fixieren kann, sag ich jetzt mal. Aber ich habe noch viel vor, wie gesagt, Assassin's Creed, alle Teile habe ich ja versprochen sozusagen und ich bin ja gut dabei. Ich bin ja aktuell bei Assassin's Revelations komplett aufgenommen und danach ja AC3. Und dann sind wir auch schon auf der PlayStation 4 wieder angelangt in Sachen Assassin's Creed. Dann habe ich ja davor natürlich noch die Batman-Reihe zu machen, wobei ich noch nicht weiß, ob ich da Batman Arkham Origins dazu nehme, weil ich das nur auf dem PC gespielt habe und auf dem PC und auch nur für den PC habe und auf dem PC kann ich nicht aufnehmen, weil da mein PC zu schwach ist, muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir leid. Und natürlich Arkham Knight, das wird natürlich auch ziemlich krass mit allen DLCs, beziehungsweise mit allen Story-DLCs, in der 5-Station-Story. Und natürlich dann vielleicht Mass Effect, da habe ich auch richtig Bock drauf, aber da weiß ich wie gesagt noch nicht, ob ich das auf der Xbox, also ich müsste mir dann noch, ich hätte vor, mir die Trilogie Edition zu holen. Die gibt es ja für die Xbox 360 und für den PC und wenn ich hätte, würde sie mir gerne für den PC holen, allerdings könnte ich sie dann nicht aufnehmen. Und wenn ich sie mir für die Xbox kaufen würde, dann hätte ich sie aber wie gesagt nur für die Xbox und das ist so die alten Konsolen und so, weißt du, und dann ist das so ein bisschen so, dass, naja, weiß man nicht, wie das so ist. Also Mass Effect 1 habe ich ja schon für die Xbox. Da würde ich mir 2 und 3 holen. Die würde ich für die Xbox. Das wäre jetzt nicht das große Ende. Und so und ja. Aber egal. Uncharted 1 hat mir super gut gefallen. Man sieht zwar, dass es ein älteres Spiel ist, allerdings sieht es wirklich schön aus und Sony hat da generell auch schon Sachen Story, in Sachen Gameplay auch, also Gameplay ist auch schon ziemlich gut. Natürlich, aber bin ich da einige Male gestorben, auch beim Klettern oder so, aber das lag dann an meiner eigenen Dummheit, weil ich da zum Teil, ich bin halt einfach ein Noob, ja? In Spielen, aber mir geht es auch nicht so unbedingt immer um das Gameplay. Das Gameplay muss schon stimmen, ist klar, und die Grafik muss auch schon stimmen. Also, wenn die Grafik extrem scheiße ist, geht es auch nicht, aber es muss schon gut sein, aber die Story muss wirklich gut sein, ja. So. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, kommentiert, abonniert und haltet es vielleicht noch auf diversen sozialen Netzwerken. Ansonsten kann ich nur noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Habt noch einen schönen Tag. Bis zu Uncharted 2. Among Thieves.